Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge und ja, es geht weiter mit einer Runde Ski Alpine Racing 2007 und das nächste Event ist ein Slalom, ja wunderbar, ins Kranjska-Gora und ja, ich habe nochmal wieder den neuesten Treiber raufgemacht. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht so extrem leckt wie beim letzten Mal, da waren selbst Super G und Riesenslalom eine Herausforderung. Und ja, gucken wir mal, ob es was gebracht hat. Auf geht's mit dem Slalom. Aber wie gesagt, da nehme ich mir sowieso nie großartig jetzt vor, eine Top-Platzierung zu machen. Wäre zwar mal schön. So, das war jetzt ganz knapp. Oh, leichte Lags. Das ist natürlich jetzt ganz bitter. Alter, das kann man gar nicht mehr spielen. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich meine, der Rechner ist jetzt nicht so schlecht. Und das Spiel ist halt schon ein bisschen älter. Also ich schätze mal, daran liegt es. Aber gut, noch haben wir keinen Fehler gemacht. Auch wenn wir da jetzt viel Zeit verloren haben. Aber fehlerfrei ist ja auch schon mal was wert. 5 Sekunden langsamer als die anderen. Da werden uns auch noch einige überholen. Also 21. ist es. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Wenn wir den jetzt fehlerfrei runterbringen und in einer guten Laufzeit, dann haben wir hier schon was geschafft. So, bis hierhin sehr gut. Und auch das hier sieht gut aus, also guter Rhythmus. Jetzt waren wir gerade ein bisschen draufgängerisch. Aber das war ein guter Lauf. Und 3 Sekunden Bestzeit. Also das sollten noch einige Plätze werden, die wir hier gut machen können. Das war sehr vernünftig. Gucken wir mal. 16. Also das sind 15 Punkte, die wir hier mitnehmen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Also wenn man bedenkt, dass wir halt aus den 1, 2, 3, 4, 5, 6... ersten Rennen insgesamt 4 Punkte geholt haben und jetzt direkt 15. Das bringt uns ganz schön nach vorne. 28. jetzt hier im Weltcup. Das ist vernünftig gewesen. Also, das war gar nicht schlecht. Fehlerfreier Slalom. Also, das war auch das erste Mal, dass wir hier in Slalom wirklich fehlerfrei gemacht haben. So, und jetzt geht's auch schon los mit den Finalläufen. Also, wir werden jetzt wahrscheinlich noch 4 Rennen haben. Ja, genau, hiermit sind wir auch fertig. Also, wir haben jetzt 4 Finalläufe, das heißt das letzte der Rennen und dann gucken wir mal, wo wir denn da landen. Wäre natürlich schön, wenn wir irgendwo unter den Top 3 rauskommen und danach die Meisterschaftsrennen. Das sind quasi Rennen für sich, die so viel wert sind wie der ganze Weltcup und noch mehr. Und ja, los geht's mit dem Super G. Da gucken wir mal kurz, wie steht's denn im Super G in der Rangliste? 6. sind wir da. Ja, da müsste man schon 70 Punkte aufholen, um noch auf den 3. zu kommen. Also, das ist schon kaum zu machen. Aber wenn wir 4. werden, ist ja auch nicht schlecht. Gucken wir mal. Und wenn wir hier einfach nur eine gute vordere Platzierung mitnehmen, gibt uns das auch ein wenig Geld und auch ein wenig Erfahrung. Also, gucken wir mal. Ziel, würde ich mal sagen, so Top 5 sollte drin sein. Und dann schauen wir mal, was es wird. Auf geht's. Wow. Also ganz, ganz mies. Da hätte es sich gelohnt, mal einen Probelauf zu machen, damit man diese Stelle sieht. Aber geht auch so, ne? Irgendwie hier weit rausgekommen, weil man da auch ein bisschen am Springen war. So, hier musste man schon ein bisschen in die richtige Richtung springen, damit man das überhaupt schafft. So, aber wir sind vorne. Aber das reicht nicht an Vorsprung, wenn wir hier unter die Top 10 oder Top 5 kommen möchten. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Hier sind wir ganz gut gefahren. Hier wieder weit rausgekommen.
So, das haben wir aber ganz gut gemacht wieder. So, jetzt bin ich sehr gespannt, wenn wir im Ziel sind, was die Zeit sagt. Also so 1,5 Sekunden Vorsprung wäre schon schön, damit wir hier noch ein paar Plätze machen. Aber das wird auch knapp. Und 1,7 Sekunden. Ja, das ist okay. Top 5. Ja, wird eng werden, aber gucken wir mal. Und der vierte. Das war gut. Also, da waren wir gar nicht so weit weg von der Spitze. Gut, 1,5 Sekunden haben da noch gefehlt. Aber trotzdem, das gibt einige Punkte, 50 Stück. Damit sind wir hier ganz knapp auf dem sechsten Platz. Und ja, der Reibels, der hat hier sogar... ist hier dann sogar mit 60 Punkten noch vor uns gewesen. Also, das heißt, sechster Platz hier im Gesamtweltcup in unserer ersten Saison hier im Super-G. Das ist, denke ich mal, ein ganz gutes Ergebnis. So die Top 5 wäre auch ein Ziel dann im Gesamtweltcup für nächstes Jahr. Gucken wir einfach mal, ob wir das dann schaffen. So, jetzt gibt es den Finallauf der Abfahrt. Auch da gucken wir vorher erstmal rauf. Wie steht's im Weltcup? Da sind wir Achter. Theoretisch wäre es auch noch möglich, hier auf den Vierten zu kommen, aber da müssen wir schon Erster oder Zweiter werden. Aber Sechster oder so wäre auch nicht so schlecht im Gesamtweltcup, auch wenn die ersten drei hier natürlich nur Medaillen abbekommen. So, gucken wir einfach mal, was wir hier zeigen. Also wie gesagt, Top 3 Platzierung wäre hier schon wirklich gut. Mal schauen, ob's was wird. So, Start war schon mal sehr vernünftig. So, hier weit rausgekommen. Das kostet natürlich Geschwindigkeit und Zeit. So, das haben wir ganz gut gelöst. Achtung, ja, Glück gehabt. Ja, kleiner Vorsprung leider nur. Oh, weit raus. So, ziemlich huppelig hier. Eine Sekunde Vorsprung. Das ist nicht so viel. Und hier haben wir auch wieder ein bisschen Zeit verloren. Auch Tempo. Oh, da haben wir Glück gehabt. Da waren wir ziemlich weit in. Da war nicht mehr viel Platz. Da hätte es fast den Fehler gegeben. Das war gut genommen, das Tor. So, und da vorne geht es auch schon in den Zielhang. Und 2 Sekunden sind es noch geworden. Also zum Ende hin haben wir wirklich nochmal Zeit gut gemacht. Und dann gucken wir mal, was es wert ist. Dritter. Ja, super Ergebnis. Also da haben wir sogar... Ja, nach vorne war doch noch 3/10. Das hätten wir nicht mehr geschafft. Nach hinten hier ganz wenig... Nur 800stel, also dritter Platz und das lohnt sich auch von den Punkten. Das ist der Gesamtsechste, ein Punkt hinter dem Fünften. Zu dem Crandy wäre es dann doch noch zu viel gewesen, da hätten wir dann schon gewinnen müssen. Ja, da können wir doch zufrieden mit sein. Das gibt auch ein bisschen Geld für dieses einzelne Rennen jetzt. Und zwar 10.000 und auch die 600 Erfahrungspunkte nehmen wir sehr gerne mit. So, da sind wir auch bald dann auf Stufe 11. Da können wir dann wieder ein paar Punkte verteilen. Da würde ich auch sagen, dass wir hier auf Abfahrt, Super-G und Riesenslalom verteilen. Da hätten wir uns die Punkte für den Slalom normalerweise sparen können. Apropos Slalom, da fängt jetzt auch der Finallauf an. Auch da können wir nochmal auf die Rangliste gucken, auch wenn es nicht so toll sein wird. Also, 28.
Hier kann man theoretisch auch ganz weit nach vorne kommen, theoretisch hier unter die Top 20 noch, aber das werden wir nicht hinkriegen. Wir werden es natürlich ausprobieren, aber versprechen kann ich da mal absolut nichts. So, wir werden einfach unser Bestes geben und dann gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt. Weit auseinandergestellt die Tore hier. Da habe ich doch ein bisschen Probleme mit. Ja, doch wieder ein bisschen zu direkt gefahren hier. So ist das okay. Aber manchmal gehe ich da doch auch ein bisschen zu viel Risiko. Eieie, da ist ein Wechsel gewesen. So, und jetzt kein Fehler mehr, sonst sind wir draußen. Ja, das war's. Schade. Also, da muss man dann normalerweise auch ein bisschen Gas geben, wenn man schon so viel Fehler gemacht hat. Damit man überhaupt noch eine Chance hat für den nächsten Lauf. Aber so wollte es dann leider nichts werden. Aber wie gesagt, ist auch nicht unbedingt meine Stärke hier. 19 Punkte. Das letzte Rennen war schon richtig gut. Ja, gucken wir mal bei den Weltmeisterschaften, was es dabei rumkommt, aber so toll wird es wahrscheinlich nicht werden. So, und dann haben wir zu guter Letzt auch noch den Riesenslalom. Da wollen wir eben auch nochmal ganz kurz auf die Rangliste schauen. Da sind wir auch nicht ganz so gut. 14. Und die Lücke nach vorne ist schon relativ groß. Also, hier sind zwar dann ganz viele auf einem Haufen, aber da werden wir wahrscheinlich kaum nach vorne kommen. Da müsste man dann hier wirklich schon gewinnen, wenn man das schaffen möchte, und das wird nicht einfach werden. So, bin ich mal gespannt. So, wir sind immer noch 11. in der Gesamtwertung. Den Platz versuchen wir zu verteidigen. Auf geht's. So, bis hierhin sehr gut. Ja, das war schön. Ah, da waren wir jetzt zu weit innen. Schade, das war jetzt zu viel Risiko. Aber wir haben eine Menge Tempo hier drauf. Die Tore sind gut. Ja, also das bis auf den Fehler war es richtig gut. Da hätten wir fast die Chance gehabt, unsere Position hier zu halten. Aber so werden wir dann schlechtenfalls 15. und 13. ist es noch geworden. Also wir können hier zusehen mit einem guten Lauf. Da können wir noch unter die Top 10 kommen. Da werden wir natürlich jetzt alles dran geben, dran setzen, das zu schaffen. So, auf geht's. So, wieder sehr gut bis hierhin. 2 Sekunden Vorsprung. Also, aktuell sind wir auf Kurs Top 10. Jawohl, das sieht gut aus. Schöner Lauf. 3,26 Sekunden Vorsprung. Also das sollte Top 10. Das sollten die Top 10 auf jeden Fall werden. 47,02 ist auch eine sehr gute Zeit. Und 8. ist es sogar. Also da konnten wir sogar hier bis auf Platz 4. Die viertbeste Zeit müsste das hier gewesen sein. In diesem Durchgang. Das war stark. Also 8. Platz, 32 Punkte nehmen wir hier mit. Das reicht jetzt nicht, um hier nach vorne noch zu kommen. Aber trotzdem war es okay. Damit haben wir auf jeden Fall unseren 11. Platz in der Gesamtwertung hier gehalten.
Und bekommen natürlich auch noch ein paar Pünktchen dafür. Bisschen Geld gibt es hier auch noch oben drauf. Ja, und die nächsten Rennen, das sind die Weltmeisterschaftsläufe. Da wird es dann nochmal richtig wichtig. Das sind so einzelne Rennen für sich, die auch gut belohnt werden mit Geld und natürlich auch mit Erfahrungspunkten. Vielleicht schaffen wir es noch in dieser Saison hier Stufe 11 zu schaffen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir werden es auf jeden Fall probieren. Wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und los geht's dann mit dem Abfahrtslauf in Sestriere bei der Meisterschaft. Und ja, ganz wichtig, wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei seid. Macht's gut, bis dann.